Ronja und willkommen zu einem neuen Frag Ronja bzw. Q&A Video. Wir machen die ungefähr einmal im Monat, alle zwei Monate. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, dann schreibt sie mir gerne mit Hashtag Frag Ronja hier unten in die Kommentare oder auf Instagram. Und dann kann ich die in der nächsten Q&A Folge beantworten. Und genau, ich würde sagen, mehr habe ich nicht zu sagen. Lass uns anfangen. Die erste Frage ist, frag Ronja, was haben deine Eltern zu deinem Freund gesagt? Meine Eltern haben meinen Freund nicht direkt kennengelernt. Meine Mutter, glaube ich, so zwei Monate, nachdem wir zusammen waren. Und mein Vater, ich glaube, ein bisschen später. Meine Eltern fanden meinen Freund eigentlich nett. Um ehrlich zu sein, also kurze Backstory. Mein Freund und ich sind zusammengekommen, da war ich 18. Und er ist mein erster Freund. Deswegen haben hauptsächlich meine Mutter ziemlich gepusht und war, es wird ja immer gesagt, ja, Eltern sind sehr beschützerisch, was ihre Kinder angeht und wollen nicht, dass die einen Freund haben. Das ist, nein, bei uns nicht. Bei uns hieß es immer, na Ronja, wann hast du auch mal einen Freund? Na Ronja, wann lernen wir mal deinen Freund kennen? Es war ab einem bestimmten Punkt sehr, jetzt mach mal hier ein Kind, sonst gibt's hier Ärger. Nein, aber deswegen waren meine Eltern relativ supportive, als ich dann gesagt habe, hey, Eltern, das ist mein Freund. Und sie haben gesagt, hey, gut. Und ja, also, meine Eltern haben nur Gutes zu meinem Freund gesagt. Welche YouTuber guckst du eigentlich noch? Ich gucke hauptsächlich englischsprachige YouTuber. Also, ich gucke gern Jenna Marbles. Ich finde die Videos unglaublich lustig. Ich gucke die auch schon echt lange. Dann PewDiePie, obviously, aber da auch früher mehr, mittlerweile hin und wieder. Also ich gucke die Videos schon. Was gucke ich noch? Ich gucke tatsächlich nicht immer bestimmte YouTuber, sondern was mich gerade interessiert. Ich war zum Beispiel gerade, ich habe mir so ein Zeichentablet gekauft und dann wollte ich lernen, wie man damit zeichnet. Und dann habe ich einen Haufen YouTuber geguckt, die dir so ein bisschen Digital Art Kram versuchen beizubringen, beziehungsweise die dazu Content machen. Und ich habe jetzt ja ganz, ganz neu das mit den Kätzchen und deswegen habe ich mir einen Haufen Kätzchen-Videos angeguckt. Und das ist dann mehr oder weniger das, was ich viel schaue. Wirklich individuelle YouTuber gibt es nicht super viele. Gibt es noch wen? Ich glaube, mir fällt gerade keiner ein. Ich finde Beats selber toll. Bin selbst ein Riesenfan. Frag Ronja, wann machst du mal eine Tour und wo bist du auf der Gamescom? Ich mache keine Tour in absehbarer Zukunft, aber auf der Gamescom bin ich und ich weiß noch nicht genau wann. Ich habe noch nicht angefangen mit meiner Gamescom-Planung. Ich muss auch noch gucken, wer von meinen Freunden alles mitkommt, damit wir schauen können, was wir für eine Wohnung mieten für die Zeit und bla bla bla. Ich glaube, ich wollte, wenn dann, von den Pressetagen angefangen bis Freitag auf die Gamescom kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich kann da noch nichts konfirmen. Aber ich will den Großteil der Gamescom-Zeit auf der Gamescom sein, okay? Das muss jetzt erstmal reichen. Es tut mir übrigens leid, wenn ich jetzt komisch blinzle. Ich habe was im linken Auge und ich weiß nicht genau was und ich krieg's nicht raus. Deswegen. Ah. Frag Ronja, wenn du dich entscheiden könntest, wo würdest du hinziehen? Was für ein Auto willst du haben? Was für einen Freundestypen willst du haben? Was ist dein Traumberuf? Und wie heißt du mit kompletten Namen? Sprich Vor- und Nachnamen. Okay. Wenn ich mich entscheiden dürfte, wo ich hinziehen könnte, würde ich wahrscheinlich halbwegs in die Nähe von meinen Eltern ziehen, damit ich da hinfahren kann, wenn ich das möchte. Also irgendwo Bereich Frankfurt. Was für ein Auto willst du haben, ist mir wirklich egal. Ich bin notorisch fürs Kaputtmachen von Fahrzeugen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte, mein Roller hat jetzt schon zweimal einen Totalschaden gehabt im Sinne von Motorschaden. Ich habe nichts gemacht, ich bin nirgendwo gegengefahren oder sowas, aber der Motor sagt einfach, haha, geht jetzt nicht mehr. Mein Auto, genau der gleiche Müll. Deswegen habe ich jetzt auch kein Auto mehr. Ich glaube, wenn ich mir mal ein Auto kaufen würde, dann wahrscheinlich, wenn ich das Geld dafür hätte, was wie ein Tesla, was halt, besser für die Umwelt ist. Ich weiß, dass die Herstellungskosten auch nicht so ein Witz sind, aber sowas hätte ich wahrscheinlich ganz gerne. Aber in naher Zukunft will ich kein Auto. In der Stadt braucht man kein Auto, weil man mit der Bahn überall hinfahren kann. Und ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Und ich habe das Geld nicht. Was willst du für einen Freundestypen haben? Vom festen Freund oder von der Freundesgruppe? Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf die Frage
aus ist von meinem festen Freund. Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich einen bestimmten Typen, den ich gerne hätte. Es ist mehr, ob dir die Person sympathisch ist oder nicht. Ansonsten von der Freundesgruppe habe ich relativ Glück, weil ich sehr, sehr entspannte Freunde habe. Ich war früher in einer Freundesgruppe, wo es sehr anstrengend war, wo es ständig Zickenkrieg und Streitereien und ähnliches gab und das war super, super anstrengend und mittlerweile sind alle sehr chill und alle sind super freundlich, lustig und keiner fühlt sich irgendwie ausgeschlossen. Niemand lästert hinter dem Rücken über irgendjemanden. Meine Freundesgruppe ist absolut fantastisch. Ich bin da unendlich dankbar für, deswegen genau solche Freunde, wie ich jetzt habe, hätte ich gerne. Was ist mein Traumberuf? Ich weiß es nicht. Früher war mein Traumberuf Modedesignerin. Mittlerweile schwankt das ein bisschen. Ich glaube, ich habe nicht wirklich einen festen Traumberuf tatsächlich. Wie heißt du mit kompletten Namen? Ich heiße mit Vornamen Ronja. Ich habe keinen Mittelnamen, aber meinen Nachnamen will ich jetzt nicht unbedingt im Internet preisgeben. Frag Ronja, wann hast du Geburtstag? Was ist dein Sternzeichen? Geburtstag habe ich am 14.08.98 und mein Sternzeichen ist Löwe. Frag Ronja, ist es schlimm, wenn ich meine Haare rot färbe? Nein. Also kommt drauf an, wie alt du bist. Ich persönlich durfte mir meine Haare nicht färben, bis ich glaube, 15 oder 16 war. Und ich wollte mir vorher, ich hatte eine Phase, ja, ich glaube, ich war 13. Und ich habe mir gedacht, braune Haare sind... ja, ich wollte braune Haare. Unbedingt. Es ging nicht anders, okay? Ich wollte braune Haare. Und dann bin ich zu meiner Mutter und war so, hey Mama, kann ich mir meine Haare braun färben? Und sie war so, nein. Sag mal, spinnst du? Don't do it. Ich bin mittlerweile sehr dankbar, dass sie es gesagt hat, weil ich weiß, dass es absolut horrific ausgesehen hätte und bin ihr da sehr dankbar für. Ich weiß nicht, mittlerweile lasse ich ja, ich weiß nicht, ob man sieht, meine normalen Haare wieder rauswachsen und keine Ahnung. Ich habe eine Zeit lang, habe ich mir so Strähnchen gefärbt. Oder so Highlights, halt unten rein, dass das unten heller wird, so Ombre-mäßig. Das durfte ich auch schon relativ früh machen, aber meine Mutter war so, ja, lass nichts an deine Kopfhaut kommen, deine Haut ist eh schon Mist, also mach das nicht. Und ja, war eine gute Entscheidung. Das heißt, über sowas würde ich nachdenken, weil Rot geht, glaube ich, nicht so einfach raus. Frage an ja, hörst du K-Pop? Ich habe eigentlich, wenn du mich vor einer Woche gefragt oder sowas, hätte ich nein gesagt, aber ich war neulich in der Situation, dass ich absolut nichts zu tun hatte. Und ich gucke gerne Dokumentation auf YouTube und habe mir dann die dunkle Seite von K-Pop angeschaut. Und habe dann irgendwie darüber Vorschläge von YouTube gekriegt, logischerweise, weil YouTube so ist und dir dann irgendwelche Sachen vorschlägt. Und ich muss sagen, die Musikvideos sind absolut fantastisch. Ich weiß nicht, ob ihr mal K-Pop-Musikvideos gesehen habt, aber oh mein Gott, ich habe noch nie so was Schönes in meinem Leben gesehen. Die Kleider, wie sie tanzen, die ganzen, keine Ahnung, die ganzen Shots, die sie so haben, es sieht wunderschön aus. Ich bin ein Riesenfan von der Ästhetik und ich finde die Musik jetzt auch nicht schlecht. Ich habe mich mittlerweile wahrscheinlich dran gewöhnt. Am Anfang war es ein bisschen befremdlich, weil man es nicht so kennt und weil es halt auch auf Koreanisch ist. Aber, also, ich höre es nicht viel, aber so ein bisschen hin und wieder. Wenn YouTube mal wieder beschließt, hey Ronja, wie wär's? Dann, die Videos sind so wunderschön, das ist insane, die Videos sind so wunderschön. Frag Ronja, was ist dein schlimmstes bzw. peinlichstes Date? Das ist nett, dass du davon ausgehst, dass ich Dates habe. ich hatte nie Dates, tatsächlich. Ich war nie eine Person, die in der Schule gedatet hat oder generell jemanden hatte, mit dem sie zusammen war. Ich weiß nicht, es war einfach nicht so, es hat sich nicht ergeben. Ich war nie wirklich auf Dates, nein. Also ich habe mich nie mit jemandem verabredet und halt dieses typische Date-mäßige, das hatte ich persönlich nie, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wie gesagt, mein Freund jetzt habe ich bekommen, als ich 18 war und vorher war da nada. Auf welcher Schule warst du? Und hast du deinen Schulabschluss geschafft? Ich war auf einem Gymnasium in Bad Homburg und ich habe da mein Abitur gemacht, sonst wäre es jetzt wahrscheinlich schwer zu studieren. Obwohl, nee, man kann glaube ich auch mit Fachabi studieren. Aber ich habe mein richtiges Abi gemacht und habe danach noch ein FSJ gemacht und jetzt studiere ich. Frag Ronja, mit welchem Programm schneidest du deine Videos und hast du dafür Geld bezahlt? Das Programm, mit dem ich meine Videos schneide, heißt Filmora und ja, das kostet Geld. Frag Ronja, hast du mal mit Lego gebaut? Da hatte ich gestern eine hitzige Debatte mit einem Kumpel drüber,
weil er meinte, ja, Lego Duplo ist für Verlierer und er hat als Kind nie Lego Duplo gehabt und er fand das immer voll blöd. Und ich fand so, Lego Duplo war fantastisch. Wir hatten eine Eisenbahn von Lego Duplo und wir hatten so eine riesen Murmel, weil die Murmeln waren so groß und da konntest du so riesen Bahnen bauen und es war absolut, ich habe Lego geliebt. Ich hatte so viel Lego. Ich habe auch jahrelang später, also als ich aus dem Alter raus war, Lego ist ja halbwegs, ich weiß nicht, älter als man Playmobil haben kann, kann man Lego haben, weil es ja auch die ganzen Lego-Technik-Sachen gibt und das mega cool ist. Und Lego bauen macht so viel Spaß und mittlerweile ist es immer noch so, dass mein Bruder ab und zu, mein Bruder ist jetzt, im Mai wird er 18, dass mein Bruder ab und zu Lego zum Geburtstag kriegt von meiner Mom, so Lego-Technik-Sachen oder irgendwie diese Gebäude, die es gibt, so diese fancy Gebäude. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber die London-Brücke und ihr habt bestimmt einen Namen, der mir gerade nicht einfällt. Wie heißt denn die blöde London-Brücke? Naja, jedenfalls so eine Brücke in London und dann ist da, oder das Opernhaus in Sydney oder solche Sachen, die gibt es ja als Lego-Bausätze und sowas machen wir dann meistens zusammen und ich liebe Lego. Lego ist fantastisch. Blödes Playmobil. Ich wollte nie Playmobil. Ich fand Lego immer besser. Was fandet ihr besser? Fandet ihr Lego oder Playmobil besser? Fragt Ronja, seit wann bist du Veganerin und kannst du mich bitte grüßen? Ach ja, und machst du mal einen Livestream? Ich bin Veganerin nicht mehr. Ich bin Vegetarierin, seit ich 12 Jahre alt bin. Ich war dann Veganerin für eine gute Zeit, so ich glaube 2 Jahre, 3 Jahre, in meiner, sagen wir mal, 16 bis 19 Phase oder halt irgendwann dazwischen. Ich bin 16 bis 18,5 vielleicht, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt doch nur noch ein Vegetarier, weil ich nicht die Person sein wollte, die bei Freunden rumhängt und sagt, ja, ich kann leider nichts bei dir frühstücken, du musst Sojamilch für mich kaufen, mimimimi. Und keine Ahnung, also ich versuche es trotzdem noch zu vermeiden, ich trinke auch keine Milch, sondern immer noch Sojamilch und solche Sachen, aber ich, keine Ahnung, ich wollte jetzt einfach nicht problematisch sein und wenn man mal essen geht, ist es super schwierig, vegane Sachen zu finden. Und also ich habe, wenn ich selber koche, kein Problem damit, vegan zu kochen und mache das auch oft, aber voll vegan sein bin ich jetzt schon seit mittlerweile nicht mehr und das ist eigentlich echt angenehm. Was war dein Lieblingsfach in der Schule und was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsfach in der Schule war Bio. Ich habe Bio geliebt. Bio war absolut fantastisch. Ich fand nichts so interessant wie Bio, wirklich. Allein in Schulfächer war so, boah, was soll das? Aber Bio. Bio war, da bin ich gerne hingegangen, okay? Mein Lieblingsspiel, ich glaube, nostalgiemäßig muss ich sagen, ich habe super gerne ein Spiel gespielt, das hieß Gianna Worlds. Das war so ein Spiel, so ein Jump'n'Run, wo du halt durchhüpfen konntest. Und du hattest richtig catchy Musik und ich habe das als Kind immer gespielt, zusammen mit meinem Bruder und ab und zu zusammen mit meinem Vater. Und es ist einfach, ich habe so gute Erinnerungen daran und ich habe das so viel gespielt, dass so viel Zeit da reingeflossen ist. Ich meine, wahrscheinlich habe ich mittlerweile Counter-Strike deutlich mehr Stunden drin, weil ich da wirklich, wirklich viele Stunden drin habe. Aber ich muss sagen, dass das mein Lieblingsspiel ist, dieses alte... wirklich nicht hübsch aussehende. Es war so fantastisch. Es ist richtig, wenn man das aufmacht und man hört die Musik, dann fühlt man richtig, man weiß richtig, wie man sich vor 10 Jahren gefühlt hat, als man das Spiel gespielt hat. Und das ist irgendwie voll, keine Ahnung. Ich glaube, das ist mit das erste Spiel, was ich damals auf meinem ersten Computer hatte und das ist irgendwie was Besonderes für mich. Deswegen, ja. Genau, würde ich sagen. Gianna Worlds. Frag Ronja, was ist dein Lieblingsessen und arbeitest du was anderes als YouTube? Mein Lieblingsessen sind sämtliche Curries. Ich liebe Curries. Curries sind fantastisch, okay? Thai Curry, indisches Curry, ist mir egal. Hauptsache irgendein Curry. Ich liebe Curry. Was ich anderes als YouTube arbeite? Ich arbeite glücklicherweise nicht. Ich glaube, das wäre unglaublich anstrengend, wenn ich YouTube machen würde, studieren würde und noch arbeiten. Ich wüsste nicht, wie ich die Stunden in den Tag kriege. YouTube ist relativ anspruchsvoll von der Zeit, weil ich einfach die Videos müssen schneiden. Die Videos müssen aufgenommen werden, müssen geschnitten werden, dann müssen die rendern. Das Rendern dauert tatsächlich manchmal eine Stunde. Dann müssen die hochladen, das dauert dann nochmal eine halbe Stunde. Dann braucht man ein Thumbnail,
Es ist ein Prozess, okay? Es sind nicht einfach die 10 Minuten, die ihr am Ende seht. Da stecken Stunden an Arbeit hinter, leider. Ich wünschte, es ginge schneller. Und manchmal hat man dann Probleme. Die ganze Vorbereitung für Server und frag mich was ist teilweise wirklich. Und dann gehe ich halt Vollzeit studieren. Deswegen habe ich da im Prinzip, stellt euch das vor wie Schule, vom Zeitaufwand. Wir haben auch Hausaufgaben, also die müssen wir dann halt abgeben. Also ist es schon recht viel. Ich verdiene mit YouTube nicht wirklich viel Geld. Nicht, dass ihr das denkt. Ich habe letztens irgendwie einen Kommentar gelesen, der so eine richtig abstruse Rechnung hatte mit, ja, du verdienst so und so viel und so und so viel und mit einem Video, keine Ahnung, 2000 und du bist nur so, nee, ich wünschte, es wäre so, aber nicht annähernd, nicht auch nur annähernd. Und dann war es noch so, ja, und dann ihr Freund macht locker auch nochmal 4000 im Monat mit seiner Arbeit. Mein Freund ist Student. Mein Freund verdient 0 Euro im Monat. 0. Nada. Genauso wie ich. Obwohl, ich verdiene ein bisschen was mit YouTube. Not gonna lie. Aber vom Studieren meine ich jetzt. Und wir sind beide in der Position, dass wir von unseren Eltern unterstützt werden und dass wir uns sonst die Miete für die Wohnung überhaupt nicht leisten könnten. Deswegen, danke an meine Eltern. Danke an den Staat fürs Kindergeld. I appreciate it. Nein, also, ich arbeite nicht. Ronja, ganz wichtige Frage. Wo hast du die Katzen her? Also welches Heim und für wie viel Euro? Weil ich will mir auch eine holen. Das ist verständlich, die Katzen sind zuckersüß. Die Katzen sind aus keinem Heim. Das sind welche vom Züchter, weil das eine bestimmte Rasse ist, die ich unbedingt wollte. Und meine Katze hat 650 Euro gekostet bei dem Züchter. Also, ja. Es gibt bestimmt günstigere. So, und das war's dann aber auch mit dem Q&A für heute. Falls, wie gesagt, noch irgendwelche Fragen offen sind, dann schreibt es mir gerne mit Hashtag FragRonja in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich mache Videos jeden Tag um 13 Uhr. Und genau, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr das öfter sehen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!